Ja, hallo. Ich habe noch kurz Zeit, bevor ich weg muss. Und deswegen spiele ich. Und was ist das? Schon wieder eine Wasserwelt mit ganz viel Eis. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Und das fängt ja schon gut an. Das ist mal wieder eine typische erste Aktion von Sam. Doch Sam macht es jetzt besser. Wenn ich eine Dixie wäre, dann könnte ich hier rechts hoch. Doch bin ich leider nur ein Diddy, der jetzt bis zum nächsten Decay fast zittern muss, weil hier lauter solche komischen Urgestalten rumschwirren und ich bin ein Fisch. Ein Fisch, der jetzt ganz schnell das nächste Decay fast sucht. Ja, man merkt es vielleicht, ich bin ein wenig unter Zeitdruck, was mir eigentlich gar nichts bringt hier, denn die Viertelstunde mache ich auf jeden Fall voll. Aber ich will hier einfach durch. Denn dieses Level sieht mir nicht sehr schön aus. Eher eine Geduldsprobe und nicht viel Spaß machendes Ärgernis. Und endlich ein Decay Fass. Aber ich hatte schon eins. Das habe ich nicht mal gemerkt. Ich bin ein wenig unausgeschlafen, wie man sieht. Beziehungsweise hört. Haha, ich bin witzig. Okay, einfach durch. So schnell war ich schon lange nicht mehr. Aber so dumm schon öfters. Und hier sehen wir schon ein Decay Fass nach der Mitte. Das läuft gut. Und wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht durchhalten können, aber das könnte schwierig werden. Hier wieder mal Turbo. Und eine Decay Münze. Wonderful. Ich glaube, es geht nach rechts. Genau. Und ein Decay Fass. Das habe ich mir gewünscht. Ein böser Fisch, den lassen wir mal in Ruhe, beziehungsweise töten ihn. Dann sehen die, was hier oben kommt. Ein böser Fisch. Ich habe ganz viel Angst. Man merkt es mir bestimmt an. Und ich habe kein Wasser mehr. Was ist das? Ich beeile mich, bevor sie mich töten, töte ich sie. Beziehungsweise Seesterne sind schneller als ich. Aber hier, die Fische kriegen mich nicht. Und ich habe ein Leben. Supi. So, langsam dürfte es mal zu Ende gehen. Ich warte sehnsüchtig darauf. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich warte. Und ich habe eine Münze bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Und noch nicht mal 3 Minuten rum. So soll das laufen. Gehen wir gleich mal zum nächsten Level. Aber ich riskiere jetzt nichts mehr. Die Level sind sehr schwer geworden. Ich safe-state. Und weiter geht's in die Windmühle, wenn ich richtig gelesen habe. Oh ja, das Level kenne ich noch gut. Denn hier ist sehr viel Wind im Spiel. Und zum Teil auch eben eine Geduldsprobe dadurch, durch den Wind erfordert. Und wir haben hier gleich einen bösen Gegner, der ganz schnell die Säbel wieder rauszieht, was sehr gefährlich ist. Und hier, ich kann fliegen. Das ist dieser Wind. Der hat es echt in sich hier. Der zeigt, was man mit der Schwerkraft alles so anstellen kann, wenn man sich einen Scheiß um sie kümmert. Okay. Hier muss ich jetzt nach oben. Wer hätte das gedacht? Wow, lieber rechts, jetzt die Mitte. Und einen bösen Käfer kaputt machen. Der Biene ausweichen. Das O ist mir so scheißegal. Ich passe auf den Bumerang-Typ auf. Gehe hier durch, bevor er zurückkommt. Ich gehe weiter. Aufpassen auf den bösen Igel, der ist ganz gefährlich und das ist sehr gemein, denn hier kann man keine Rolle machen. Da kann man sich übel schneiden. Nicht so schnell bitte, ich will hier durch. Das lief gut. Und jetzt, oh nein, ich muss unten durch. Gut abstimmen, ich warte. Und jetzt, das ging gut. Okay, du bist auch weg. Jetzt sehen wir hier, es geht nach oben, wer hätte das gedacht? Schon wieder mal. Die Münze ist mir scheißegal, ich will nichts einsammeln, ich will es einfach durch. Die Bonusfässer mache ich sowieso irgendwann offscreen, wie schon mehrmals erwähnt. Ich brauche nicht mal ein Decay Fass, ich war so gut bisher, dass ich nicht mehr kaputt ging. In diesem Level jedenfalls. Und hier springen wir einfach durch. Hier müssen wir warten. 2 Runden. 3 Runden. Und jetzt. Sehr schön. Was kommt jetzt? Oh, ein Leben. Das ist wunderbar. Aber das war nur eine
linke List, wie es scheint, damit ich nicht auf dem Boden weiter kann. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Ich gehe einfach weiter, stur mein Ziel voraus und laufe dem nächsten Säbeltypis in die Arme, beziehungsweise in die Säbel. Und hier wieder mal durch, bevor der Bumerang zurückkommt. Das ist die schnellste und beste Methode, dem Tod einfach ins Gesicht zu lachen. Hier rechts war eine Decay-Münze, denke ich mal. Aber ich habe keinen Bock auf sie, ich wusste es. Das ist gefährlich hier. Hier gehe ich bestimmt kaputt. Ich habe es mir gedacht. Zum Glück habe ich noch einen Kong. Und das... Wow! Das hätte übel ins Auge gehen können. Doch auch das meistere ich. Dumm, dass ich jetzt nichts sehe. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Ich bin ein wenig in Furcht, dass ich es mir gleich versauen könnte. Leider kann man hier nicht mehr so schön durchjumpen. Obwohl es eigentlich gewährleistet sein sollte bei einem 2D-Jump and Run. Aber es ist nun mal kein... Oh! Nun mal kein Mario, wollte ich noch sagen. Und da hat es mich schon erwischt. Ein Glück habe ich den Mittelpunkt. Ohne den wäre ich jetzt sehr am Anfang. Ich warte, bis es zurückkommt, bevor es mich noch aus dem Hinterhalt erwischt. Oh, und das war sehr klug. Oh, das war gewagt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dafür kriege ich hier immer ein Leben. Dadurch habe ich das große Glück, dass es scheißegal ist, wenn ich hier kaputt gehe, lebenstechnisch gesehen. Aber da ich einen Selbstwert habe, ist das sowieso gar nicht so relevant. Auch wenn das nicht sehr fair erscheinen mag. Und es sind schon 7 Minuten Aufnahmezeit um. Ich habe nicht mehr viel. Ich will auf jeden Fall dieses Level noch schaffen. Ich warte noch eine Runde. Und jetzt müsste das wieder gehen. Sehr schön. Die Bewegungsmuster bleiben gleich. Das ist schon mal erfreulich. Ups, ich bin doch nicht sehr genau in diesen Sachen. Vor allem fehlt die Geduld. Und nicht da schon... Oh nein, das ist ja gemein. Der hat mich vom Haken geholt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber 2D-Jump-in-Runs haben immer eine Überraschung für einen. Nicht so wie 3D-Jump-in-Runs, wo man einfach nur durchrennen muss und schon weiß, was passiert. Hier kann ich einfach durchhüpfen. Hier wieder so scheiße warten, ich hasse es. Noch eine Runde. Und jetzt, yes. Okay, wieder ein Leben. Sehr erfreulich. Und ich bin Auge in Auge mit dem Monster und gehe unten durch. Was gebe ich für ein Squawks? Ich gebe eine ganze Banane gebe ich für ein Squawks. Ich habe Angst. Und jetzt. Ui. Okay, und jetzt bitte den in Ruhe kaputt machen. Scheiße, das war sehr scheiße. Und wie scheiße das war sowas von scheiße. Das ist scheiße, aber ein Glück habe ich hier einen Decay-Fass. Und schon hat sich die Scheiße wieder relativiert. Und jetzt die Decay-Münze ist mir wurscht, wie ich schon gesagt habe. Ich gehe mal hier in die Mitte, vielleicht ist das sicherer als... Ah, keine Chance. Jetzt aber mehr... ich wollte mehr links. Schade. Das ist schade. Denn gerade hier könnte ich einen zweiten Kong gut gebrauchen. Hier ist das immer sehr gefährlich, aber das klappt. So, und jetzt der Kram wieder nach links. Ich gucke auf die Uhr, 9 Minuten sind um. Ich habe noch 6. Und dadurch, dass ich mich so unter Zeitdruck setze, leidet natürlich meine Spielqualität, wie man gerade sieht. Hauptsache, der Unterhaltungsfaktor bleibt stehen, wie ich sehr hoffe. Wenn nicht, dann spult einfach vor. Denn dieses Video wird so bleiben. Man sieht es hier schon wieder. Aber ich glaube, hier ist es noch nicht so schlimm. Vor allem habe ich das Leben wieder. Und das N, das mir sowas von nichts bringt. Runter und durch. Und sie fliegt und sie stirbt. 10 Minuten sind um. Leute, ich habe keine Lust mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.